Hallo Leute, ja, wir sind hier in Giesenhorst, haben letztes Mal hier reingeschaut, haben gesehen, dass hier gar keine Passagiere stehen. Das Schiff hier, was ankommt, hat glaube ich auch keine Passagiere. Nein, hat es auch nicht. Und wir wollten schauen, dass wir hier irgendwie was mit dem Verkehr, mit dem Transfer machen von Passagieren, damit das hier ein bisschen besser wird. Hier steht ja mal einer, aber der will zur Uhlandstraße. Und irgendwie müssen wir mal gucken, dass der Verkehr hier gebündelt wird und mit dem Schiff hier abfahren kann, ne? Warte, was haben wir hier denn noch? Da ist auch ein Hafen mit Linie 32. Da ist aber gar kein Fahrzeug drauf. Was ist das für eine Linie? Die geht nach da. Und die 33, oder wartet, hier ist was drauf. Okay, da ist die 32 vollkommen über, ne? Warte mal, da gehen wir mal zur 32. Linie verwalten und Linie löschen müssen wir dann machen, ne? Wo geht denn hier löschen? Alle entfernen. Ja, ist die Linie dann weg? Nee, ne? Ah, hier können wir sie wegmachen. So, jetzt ist Linie 32 weg, jetzt passt das. Also, wir können aber mal gerade gucken, was da auf der Linie so fährt. Ach, guck dir mal das Logo und dann gehen wir auf ein Großbild. So, jetzt schauen wir da noch mal rein. Ach, hier fährt dieses Schiff. Oh, das macht 3,5 Millionen plus. Das ist schon mal eine Hausnummer. Und das kann 130 tragen. Hier schlagen doch gerade 302. Das heißt, wir sollten vielleicht mal schauen, dass wir hier auf Linie 33 noch ein Transportschiff drauf kriegen, oder? Okay, was ist das? Eine Brücke. Ist die schiffbar? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist unser Problem dann hier. War da nicht was mit großen Schiffen und kleinen Schiffen? Ich glaube ja, ne? Wo ist das Depot? Hier hinten? Ich glaube, das war hier hinten, ne? Ja. So, wie kriegen wir den denn da drunter her dann? Das heißt, wir müssen eine neue Brücke wahrscheinlich bauen, ne? Weil diese Schiffe, Schiff kaufen, Passagiere. Okay, das ist 35, das ist 32, das ist ein kleines Schiff und das ist ein großes und das ist ein kleines. Ne, das würde ja gehen. Ach so, wir wollen ja gar keine Passagiere, wir wollen ja Cargo. Und da haben wir hier ein kleines, da ist auch ein kleines. Das ist schon groß. Groß, 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 groß. Das hier fährt am schnellsten, glaube ich, ne? Ja, okay, die Geschwindigkeiten sind nur 5 Unterschied, aber hier transportiert das auch 252 Einheiten. Oh, das sogar 350 Einheiten. Da ist ja dann zu überlegen, aber das kann nicht alles. Okay, ist ein Tankschiff. 300 und das waren 252. Ja, aber das sind 4 km schneller da unten. Aber beim Frachtschiff macht das vielleicht nicht so ganz so viel aus, weil da gibt es Geld für viel Kapazität, oder? Aber hier, warte mal, das war's. Nee, das war's nicht, das war's. Das Schubschiff ist das. Herkules 9. Ja, wenn wir das kaufen, was auch vom Geld her gehen könnte, aber groß, wird wahrscheinlich nicht funktionieren mit der Brücke. Aber wir können das ja mal kaufen und müssen die Brücke dann abreißen und neu bauen. Kaufen. Und Linie zuweisen auf die 33. So, da ist es. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden. Kein Weg für große Schiffe. Ein Weg wurde gefunden, welcher jedoch nur von kleinen Schiffen benutzt werden kann. Oder Häfen mit großen Docks. War das jetzt? Ah, warte mal. Ah, dann ist der Dock hier klein, oder was? Terminals? Okay, das heißt, wir müssen das auch noch umbauen. Schade drum, ne? Schiffe. Gebäude. Passagierhafen. Güterhafen. Modularer Hafen für Frachtschiffe. Okay, wenn der modular ist, ist ja kein Problem. Dann können wir den ja erweitern. Dann müssen wir hier rauf konfigurieren. Baue ein großes Dock. Anlegestelle für kleine Schiffe. Baue ein großes Dock. Wie kann ich ein großes Dock, baue ein großes Dock. Seiten, Güter, Hauptgebäude. Kosten. Was ist denn ein großes Dock hier jetzt?
Kleines Dock, großes Dock. Ja, ist das so? Kann man das so anbauen oder ist das besser so anzubauen oder was ist das? Ich probiere das mal gerade. Und dann kommt hier noch eine Anlegestelle dran, okay. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist, aber es funktioniert erstmal vielleicht. So, und das andere müssen wir dahin natürlich dann auch noch machen, wenn das das Problem sein sollte, ne? Okay, das war hier. Großes Dock. Geht hier gar nicht dran, oder was? Und warum nicht? Ach so, weil ich wahrscheinlich über Konfigurieren ja gehen muss. Und zwar an diesem Teil. Großes Dock. Ist da. Das können wir auch so rum machen. Okay. Und dann brauche ich die Anlegestelle hier davor. So, jetzt passt es, oder? Gut, jetzt müsste das große Schiff ja auch gehen. Habe ich das gekauft oder habe ich das nicht gekauft? Weiß ich jetzt nicht. Ist das noch hier im Depot drinne? Wo ist es? Da ist das, da ist es. Ah, da ist es jetzt, das Schubschiff. Linie 33. Weg zur Hölle kann nicht gefunden werden. Kein Weg, ein Weg wurde gefunden, welcher jedoch nur von kleinen Schiffen benutzt werden kann. Okay, das heißt, es ist wahrscheinlich doch diese Brücke dann das Problem, ne? Aber großen Dock brauchte man für ein großes Schiff auch, das ist schon klar. So, jetzt müssen wir diese Brücke ersetzen. Da. Und Werkzeuge. Gebäude. Gibt es hier jetzt auch eine Brücke? Straßenkonstruktion. Wegpunkte. Werkzeuge. Ne, da ist das alles nicht. Dann muss es ja so einfach eine Straße sein, ne? Ist das hier Landstraße? Wo ist die Stadt? Landstraße. Wie kriege ich das denn hoch? Kollision. Jetzt muss ich mal überlegen, wie ich da eine Brücke hochkriege. Das ist jetzt schwierig, ne, oder? Aufrüsten. Wie kann ich das denn aufrüsten? Einstellung, Busspur, Tramspur, Spielereigentum, Tool. Ne, das brauche ich alle nicht. Ich brauche eine schicke Brücke. Mittlere Landstraße. Ne, aufrüsten will ich ja nicht. Das ist. Kriege ich das denn jetzt Bescheid gesagt, dass ich hoch will? Wie geht das denn? Ja. Aha. Warte mal, dann breche ich das nochmal ab. Dann will ich die Straße hier neben bauen, die Brücke. Direkt daneben. Kann ich die jetzt noch höher machen? Nee. Okay, dann kann man so eine schicke Brücke bauen. Nee, das war jetzt falsch. Noch höher, bitte. Ja, ich will ja diese Brücke haben, ja. Obwohl, die brauche ich jetzt nicht wirklich, oder? Kleine Brücke, Steinbrücke, Eisenbrücke, Betonbrücke, das ist doch das. Obwohl, nee, brauche ich auch nicht. Da standen Geschwindigkeiten dran, 90 nicht, aber 180 ist doch schon mal was, oder? Kann ich das auch ausschalten? Das ist mir jetzt im Weg. Kann ich das jetzt so weiterbauen?
Aber was ist das jetzt für eine Kurve, ey? Irgendwie sieht das gerade komisch aus, ne? Ich hätte gerne einfach nur eine Straße, eine gerade Brücke gebaut. Boah, die sieht so schlecht aus, ne? Ist die Straße schlecht, die Brücke schlecht, ne? Zack. Zack. Alter, was ist das für eine Brücke, ey? Da kann auch keiner rüberfahren, oder? Kann man die auch gerade bauen? Nee, ne? Die ist auf jeden Fall höher wie die dahinter. Das ist schon mal geklärt. Da hätten wir natürlich noch einen Angelparkplatz machen können oder sowas, ne? Jetzt ist die Frage, ob die anderen Schiffe da durchkommen. Ja, gucken wir nochmal hin. Was sind das Depot da? Ja, mal schnell den Bagger aus, sonst haben wir das Depot gleich abgerissen, ne? Linie 33. Krieg auf das Icon, um hinzuspringen, wo der Weg aufhört. Warte noch mal. Auf welches Icon? Auf das da? Oder auf das? Okay, es ist ganz woanders das Problem. Aber das ist doch hier dann. Oder muss ich jetzt... Aha, ich muss wahrscheinlich den Anhaltepunkt ändern. Na super. Die andere Brücke hätte ich wahrscheinlich sogar behalten können. Oder was ist das jetzt? Okay. Dann muss ich die Linie ändern. Linie ist hier, Linie verwalten, Fahrzeuglinie verwalten. Anlegestelle ist jetzt hier, wahrscheinlich dann 2 und passt. So. Jetzt nochmal da hinten hin. Vielleicht kriegen wir das jetzt ja hin, weiß ich nicht. Warte, hier müssen wir dann auch nochmal hin. Ne, hier muss ich nochmal Linie auch. Ach, jetzt ist das. Jetzt hat das irgendwie nicht geklappt oder was? Konfigurieren. Ne, das will ich da nicht konfigurieren. Ich will dahin Linie verwalten. Und jetzt brauche ich hier auch den Zweier. Linie verwalten. Passt, oder? Fertig. Jetzt Fahrzeuge. Beziehungsweise hier aufs Dock. Ne, nicht Schiff umbenennen, sondern dahin und Linie 33 auswählen. Und fährt. Ja, super, dann war die Brücke da wohl umsonst, ne? Jetzt kommt er da raus, oder? Ein Schubschiff. Ah, da hinten aus der Wand rausgefahren. Voll geil. Okay. Ja, ist ein bisschen doof gelaufen, weil wir die falsche Stelle genutzt haben. Diese Brücke war jetzt sozusagen umsonst wahrscheinlich. Und vor allem ist sie sehr modern. Krass, oder? Weiß nicht, was es da für eine Möglichkeit gibt, eine schöne Brücke darüber zu bauen. Ah, es ist nur eine Behelfsbrücke, Leute. Das ist hier. Die Originalbrücke wird später gebaut. Ja. Tatsächlich will ich das jetzt nochmal probieren, aber ich weiß nicht, ne? Kriegen wir das denn so hin? Brücke bauen. Ja, Straße hier, Straße da. Kollision da. Brücke fängt da an, ja. Brücke, die passt auch. Nochmal Brücke, die passt. Und dann möchte ich hier so rüber. Funktioniert aber irgendwie komisch. Das sieht jetzt nicht so aus, als ob das gut klappen würde. Ich glaube, die reiße ich nochmal weg. Ich glaube, das reiße ich alles nochmal weg. So, jetzt fangen wir hier hinten mal an.
Machen hier so ein Stück. Und das schon mal hoch. Genau so. Sagen jetzt ist okay. Und fahren jetzt weiter. Müssen jetzt aber hier die Brücke auswählen, weil ich die ja haben wollte, ne? Gut. Und jetzt machen wir das nicht so. Machen wir, brechen wir nochmal ab. Das war falsch. Wir gehen mal bis hier hin. Gehen wir bis dahin, ne? Oder? Da machen wir mal okay. Gehen jetzt hierhin, aber tiefer. Ist das schon so gut? Ah, nee, das gefällt mir noch nicht. Warte mal, so ist er eben, ne? Genau, das ist doch eine schöne Brücke, oder? Ja. Und jetzt einfach nur darunter. Wenn ich da anschließe, geht das, oder? Ah, das sieht aber schlecht aus. Ich würde jetzt mal sagen, wir machen das bis hierhin und gehen da runter. Aber aussehen tut die Brücke immer noch nicht so toll, ne? Und dann ist es außerdem immer noch eine Steinbrücke. Ey, so ein Shit aber auch. Ach, dann ist das auch noch ganz doof jetzt, weil... Oh, nee, dann... Haben wir da irgendwo geschlafen, ne? Hier finde ich es ja ganz nett, ne? Aber... Nochmal das Ganze. Und irgendwie hätte ich sie gerne mal gerade, ne? Geht das auch in dem Spiel oder nur so krumm? Aber jetzt hat er das wie irgendwie falsch verstanden wieder, ne? Kann man das irgendwie einrasten oder so? Ah, hier vielleicht. Nochmal weg. Was ist das? Gerades Tool oder was? Gerade, ja. Das ist vielleicht unser Problem gewesen, oder? Dreh das nochmal. Ja, aber das, ich will doch hoch. Wieso kann er jetzt nicht hoch? Boah, das ist jetzt voll doof, ne? Das geht gar nicht, ey. Gibt es keine fertigen Brücken, die ich dahin machen kann? Straßenkonstruktion? Leider nur so ein Kreuz, ey. Ah, voll doof. Das bedeutet für mich doch schon wieder, dass das hier auch kein Erfolg war. Weg damit. Nochmal. Das. Ich möchte von da aus gerade darüber. Kollision geht nicht, okay. Ich möchte von da aus gerade rüber und möchte dann da hoch. Ne, das funktioniert irgendwie noch nicht so ganz, wie ich mir das vorstelle. Ja, und jetzt eine Brücke bauen. Das wäre jetzt schon mal das, was ich möchte. Wie weit ist denn das jetzt? Das ist das Problem. Kann ich jetzt drehen und das sehen? Ne, kann ich natürlich nicht drehen, ne? Das könnte aber schon mal gut sein, oder? Jetzt kann ich es drehen. Oh ja, so eine typische holländische Brücke ist das, glaube ich, ne? Oder war das eher schottisch? Ich glaube, das könnte gehen. Ne, mach mal weniger.
Ja, ich glaube, das können wir so lassen. Das könnte funktionieren. So ist gut. So, jetzt können wir die, glaube ich, abreißen, oder? Die war jetzt nicht so der Bringer, ne? Kriege ich eigentlich Geld dafür wieder? Nee. Schade drum. Aber das konnte ich nur wirklich nicht stehen lassen, ne? Das sah ganz schrecklich aus. So, jetzt sind wir wieder angeschlossen und die fahren da auch durch. Ja, da kann ich mit leben, ne? Da, wer zu schnell fährt, bestraft das Leben, ne? Da gibt es nämlich einen Hopplerhüpf drüber. Aber das geht jetzt erstmal. Wo ist denn jetzt unser anderes Schiff? Das ist unser Schubschiff hier. Warte mal, wo ist denn das jetzt? Ah, das ist das, okay. Das hat auch nicht gemeckert, dass es da nicht durchkommt, oder? Ja, sieht erstmal gut aus. Ich will hoffen, dass das so funktioniert, wie ich mir das jetzt vorstelle. Oh, was macht denn der da? Fährt der irgendwie, hat der Alkohol getrunken, der Kapitän oder was? Krass, naja, egal, wir werden sehen, wie es dann wird. Hier stehen auf jeden Fall noch, oh, ist schon mehr geworden, 385 sogar noch. Okay, das wird aber werden, denke ich mal, ne? Wahrscheinlich geht mehr hier drauf, deswegen funktionierte das. Okay, da vorne ist auch so eine Brücke. Ja, wer ist das jetzt hier? Das Passagierschiff, ne? Ne, das ist auch Getreideschiff. Okay, das haben wir da immer noch drauf. Aber das ist nicht schlimm, lass das mal drauf, das bringt uns ja Geld. Jetzt zwar hier gerade nicht so wirklich, aber insgesamt wohl doch. Ich würde sagen, wir machen hier einen Cut. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann, ciao. Ja, Geld ist auch genug da. Jetzt 15 Millionen, ne? Geht.